Jetzt geht es weiter mit der Top 18. Informationen über Schwangerschaftsabbruch verbessern. Der Paragraph 219a in den letzten Wochen viel und heftig diskutiert worden. Die Koalition hat einen Kompromiss gefunden zum Werbeverbot für Abtreibungen. Und darüber wird jetzt hier in erster Lesung diskutiert. Dann würde ich gerne die Aussprache eröffnen, bitte dazu Platz zu nehmen. Ja, und den Entwurf wird vorstellen die zuständige Bundesjustizministerin Katharina Barley. Aber da ist noch Unruhe, vor allen Dingen auf der linken Seite des Hauses. Bin mir nicht ganz sicher, was da los war. Es kommen einige Abgeordnete dazu, andere gehen. Katharina Barley jetzt. Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, hier im Saal und an den Bildschirmen. Die Diskussion heute betrifft ein Thema, das viele Emotionen auslöst. Das hat damit zu tun, dass gerade für uns Frauen ein sehr persönlicher Lebensbereich davon berührt wird. Unser Körper, unsere Sexualität, ganz grundlegende Lebensentscheidungen. Und es ist gut und richtig, dass wir diese Debatte führen, sowohl politisch als auch gesellschaftlich. Und es ist auch gut und richtig, dass sie sehr emotional geführt wird. Diese Debatte hat sich auf grundsätzliche Fragen ausgeweitet, die im Zusammenhang mit dem Schwangerschaftsabbruch stehen. Heute und hier im Deutschen Bundestag geht es allerdings um einen sehr konkreten Punkt, nämlich die Information über Schwangerschaftsabbrüche. Und da ist die Frage, wie sieht die Lage derzeit aus für die Frauen, die ungewollt schwanger werden und Informationen haben wollen darüber, wo sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen wollen. Die Lage sieht nicht so gut aus. Und darüber waren sich hier, glaube ich, die meisten auch einig. Es gibt keine seriöse Stelle, wo sie im Internet eine Liste von Ärztinnen und Ärzten bekommen können, die Abbrüche vornehmen. Es gibt auch keine Hotline, wo sie diese Informationen bekommen. Und nach unseren Informationen ist es auch so, dass häufig Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nicht über solche Adressen verfügen oder sie zumindest nicht weitergeben. Und wegen der Rechtsunsicherheit, die damit verbunden ist, verzichten auch Ärztinnen und Ärzte, die solche Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, teilweise darauf, diese Informationen auf ihre eigene Homepage zu stellen. Deswegen besteht Handlungsbedarf. Und die Position der SPD ist dort ja auch hinreichend zum Ausdruck gebracht worden. Wir haben jetzt in der Bundesregierung einen Gesetzentwurf erarbeitet, der sich auf diesen Bereich konzentriert, die Situation dieser Frauen in dieser sehr schwierigen Lage zu verbessern. Und ich sage, dieser Gesetzentwurf verbessert die Lage dieser Frauen wesentlich, und zwar gegenüber der jetzigen Lage und auch gegenüber einer reinen Abschaffung des Paragraphen 219a. Warum? Sie werden künftig, wenn dieses Gesetz kommen sollte, im Internet aus seriöser Quelle eine immer aktuelle Liste der Ärztinnen und Ärzte finden können, wo sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen können und welche Methoden diese Ärztinnen und Ärzte anwenden. Sie werden seriöse Informationen zum Ablauf, zu der Methodik von Schwangerschaftsabbrüchen vorfinden. Sie werden diese Liste der Ärztinnen und Ärzte, die die Abbrüche vornehmen, auch bekommen können über das Hilfetelefon Schwangere in Not, also da, wo sich viele, die in einer akuten Notlage befinden, sich hinwenden. Und diese Liste wird auch über die Beratungsstellen zur Verfügung gestellt werden können, die Anlaufstellen für Hilfesuchende sind. Für die Ärztinnen und Ärzte bedeutet es, dass sie all diese Informationen auch über ihre Homepage den hilfesuchenden Frauen zur Verfügung stellen können. Und das bedeutet auch ganz wesentlich Rechtssicherheit für die Ärztinnen und Ärzte. Das heißt, die Frauen werden es künftig wesentlich leichter haben, in der Notlage, in der sie sich befinden, an die Informationen zu kommen, die sie brauchen. Ich bitte Sie deshalb heute, diesen Schritt zu tun, um die Situation dieser Frauen besser zu machen und trotzdem diese große gesellschaftliche Debatte weiterzuführen, die wir führen müssen. Da sind sich, glaube ich, fast alle in diesem Haus auch einig.
Und wir müssen daraus auch in Zukunft weitere Schlüsse ziehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Jens Mayer, AfD-Fraktion. Jens Mayer ist Obmann im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz für die AfD-Bundestagsfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf der Koalition zum Thema Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft, § 219a StGB, trägt den Titel Gesetz zur Verbesserung der Information über einen Schwangerschaftsabbruch. Als ich das gelesen hatte, dachte ich mir, das hätte ja noch viel schlimmer kommen können. Denn die Linken, die Grünen und zuletzt, was ich ganz besonders schlimm gefunden habe und besonders peinlich fand, auch die FDP, standen da wie eine Phalanx und forderten die Abschaffung des Paragraphen 219a StGB. Und dann die SPD, die diesen hier vorliegenden Gesetzentwurf mitträgt. Was haben Sie von der SPD im Vorfeld getönt? Zunächst hatte die SPD-Bundestagsfraktion im Dezember 2017 einen Gesetzentwurf beschlossen, der die Abschaffung des Paragraphen 219a StGB vorsah. Im SPD-Propagandablatt Vorwärts erschien am 22. Februar 2018 ein Gastbeitrag von Frau Högel, in dem es heißt, wir als SPD-Bundestagsfraktion haben unseren Gesetzentwurf zunächst nicht in den Deutschen Bundestag eingebracht, denn wir setzen weiter auf Gespräche mit CDU, CSU, FDP, Grünen und Linken, um eine fraktionsübergreifende Lösung zu erarbeiten, die im Deutschen Bundestag eine Mehrheit findet. Ja, die AfD hat man da gar nicht mit einbezogen. Das war auch richtig so, denn in dieser Frage kann es mit uns keinen Kompromiss geben, meine Damen und Herren. Und man darf sich hier nichts vormachen. Das Ziel, den Paragraphen 219a StGB ganz abzuschaffen, hat die SPD nie aufgegeben. Ihre Jugendorganisation hat auf ihrem Bundeskongress Anfang Dezember 2018 sogar noch eins draufgesetzt, unter dem Titel Für ein Recht auf reproduktive Selbstbestimmung, Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen wurde beschlossen, sich für eine Streichung der aktuellen gesetzlichen Regelungen der Paragraphen 218 bis 219b StGB einzusetzen, was einen Schwangerschaftsabbruch bis kurz vor der Geburt des Kindes rechtlich möglich machen würde. Ja, schämen Sie sich gar nicht. Nochmal, als ich diesen Entwurf hier gelesen habe, dachte ich, das hätte noch viel schlimmer kommen können. Die SPD hat bei ihren Verhandlungen nämlich eins nicht erreicht, was aber das eigentliche Ziel der ganzen Gesetzesinitiative war, den Einstieg in den Ausstieg aus dem Paragraphen 218 StGB, nebenan, dass Frau Barley auch deshalb hier so in dieser Trauerstimmung gesprochen hat. Dieser Gesetzentwurf enthält bestenfalls eine Veränderung und Aktualisierung des Zugangs zu Informationen, ändert aber an der Grundstruktur des Schutzes des ungeborenen Lebens nichts, was in dem Referentenentwurf auch zutreffend an den Anfang gestellt wurde. Ärgerlich ist allerdings, hier hat sich die SPD wohl durchgesetzt, dass für die Bürokratiekosten, die nun entstehen, insgesamt zusammengerechnet 416.500 Euro pro Jahr ausgegeben werden müssen. Obwohl man nur die Daten aufbereiten müsste, die ohnehin nach § 18 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes an das Statistische Bundesamt gemeldet werden müssen. Hier wird unnötig jedes Jahr der Gegenwert eines Einfamilienhauses in mittlerer Wohnlage zum Fenster rausgeschmissen. Liebe SPD, wieder nichts Bedeutsames zustande gebracht, wieder hinter den Erwartungen des eigenen Klientels zurückgeblieben. Kein Wunder, dass sich immer mehr Ihrer linken Wähler von Ihnen abwenden. Ihre sozialreformerischen Experimente, mit denen Sie jetzt Ihr Image aufbessern wollen, werden ebenso enden. Als Tiger gestartet, als Bettvorleger geendet. Dieser Fall zeigt wieder einmal, welche Bedeutung Sie von der SPD in der Koalition und darüber hinaus in der politischen Landschaft haben. Entweder können Sie sich nicht wirklich durchsetzen wie hier, oder Sie setzen sich durch, und dann kommt dabei nur Schädliches für unser Land, für unser Volk heraus. Ziehen Sie endlich Konsequenzen. Machen Sie das, was Ihnen der junge, süße Kevin empfiehlt. Treten Sie aus der Regierung aus, kündigen Sie die Koalition und machen Sie den Weg frei für Neuwahlen.
Wir von der AfD sehen weiterhin keinen Anlass, irgendetwas an dem Paragraphen 219a StGB zu ändern. Bei 100.000 Abtreibungen pro Jahr ist indiziell nachgewiesen, dass es keinen Mangel an Informationsmöglichkeiten gibt. Das wurde nur als Vorwand herkonstruiert, um alte linke Forderungen nach der Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Wir lehnen auch die Verschwendung von Steuergeldern für ein neues, unnötiges Informationsmedium ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Jens Mayer war das von der AfD. Der nächste Redner ist jetzt Thorsten Frey, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, immer dann, wenn es um Fragen von Beginn und Ende des menschlichen Lebens geht, um die ethischen Rahmenbedingungen genau dieser Fragen, dann geht es um die umstrittensten und auch um die herausforderndsten Themen, die wir hier im Deutschen Bundestag zu beraten haben. Und wenn man sich an die Debatten der Jahre 1974, da habe ich größere Schwierigkeiten, und 1992 erinnert, dann waren das natürlich ganz umstrittene gesellschaftliche Debatten, bei denen es allerdings gelungen ist, am Ende zu einer Lösung, zu einem Kompromiss zu kommen, der nicht nur damals, sondern auch in den letzten 25 Jahren zu einer Befriedung geführt hat. Und deswegen ist es natürlich auch nicht verwunderlich, wenn es jetzt um die Frage des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche geht, man ähnlich emotional mit diesem Thema umgeht. Das, was jetzt auf dem Tisch liegt, das löst keinen großen Jubel aus. Das haben wir in den bisherigen Reden schon gehört und das wird auch die weitere Debatte erbringen. Weil es natürlich ein Kompromiss ist und weil er für viele von uns auch ein schmerzhafter Kompromiss ist, egal in welche Richtung die eigene Argumentation gegangen ist. Aber ich glaube, wer sich ehrlich macht, der muss sagen, dass bei dieser schwierigen Frage und bei den auseinanderklaffenden Vorstellungen hier im Haus und auch in der Gesellschaft nichts anderes als ein schmerzhafter Kompromiss möglich war. Und deswegen ist diese Lösung auch ein Erfolg an sich, die jetzt hier auf dem Tisch liegt. Das muss man, glaube ich, ganz klar formulieren. Ich will offen bekennen, aus meiner Sicht, und da spreche ich sicherlich auch für viele Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, hätte es keiner Änderung des Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches bedurft. Es ist für uns ein integraler Bestandteil dessen, was wir 1992 hier im Hause vereinbart haben. Und deswegen ist es für mich auch ganz besonders wichtig, dass im Gesetzentwurf, der jetzt auf dem Tisch liegt, es eben nicht nur um die schwierige Konfliktsituation der Frau geht, das ist völlig zu Recht in den Fokus genommen, aber es geht, und das hat uns das Bundesverfassungsgericht in mehreren Entscheidungen aufgetragen, eben auch um das Lebensrecht des ungeborenen Lebens. Und das muss in einer solchen Güterabwägung letztlich auch betrachtet werden. Dem kommt dieser Gesetzentwurf nach. Und deswegen kann man, glaube ich, schon sagen, es ist ein guter Gesetzentwurf, der hier auf dem Tisch liegt. Ich will darüber hinaus sagen, dass wir natürlich an der einen oder anderen Stelle durchaus das Ergebnis vom Ende her denken müssen. Und da ist die Kritik gekommen, dass Frauen in schwierigen Lebens- und Konfliktsituationen nicht über genügend Informationen verfügen können. In der Tat, wenn man die 100.000 Schwangerschaftsabbrüche, in manchen Jahren 130.000 Schwangerschaftsabbrüche, ins Verhältnis setzt zu den etwa 700.000 Geburten, die wir jährlich in Deutschland haben, dann darf man Zweifel an dieser Frage haben. Und jeder von uns, der mal ins Internet geht und eine Suchmaschine betätigt, der wird sehr schnell an alle möglichen Informationen kommen. Deswegen glaube ich, ist es in der Tat kein durchschlagendes Argument. Und nichtsdestotrotz, wenn Frauen der Auffassung sind, dass sie in schwierigen Lebenssituationen auch nach einer Beratung diese Informationen nicht leicht zugänglich bekommen, dann sollten wir alles dafür tun, dass das gelingt. Und dieser Gesetzentwurf macht es, wenn beispielsweise die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung monatlich aktualisiert diese Ärzteliste im Netz hat, dann wird leicht diese Information für die Frauen zugänglich. Und es wird umgekehrt auch Rechtssicherheit für die Ärzte geboten. Und deswegen möchte ich an der Stelle sagen, wer bei diesem Gesetzentwurf die Auffassung vertritt, dass es keine Rechtssicherheit für die Ärzte gibt,
der muss sich wirklich fragen, ob es ihm am Ende um die Rechtssicherheit geht, die er sucht, oder ob es nicht viel eher darum geht, dass man die Grenzen des Rechts auszuloten versucht oder vielleicht auch ganz bewusst übertritt, weil dieses Recht nicht mit den persönlichen Vorstellungen in Einklang zu bringen ist. Diese Frage, die muss man, glaube ich, schon klar beantworten. Worum ist es uns als Union gegangen? Uns ist es darum gegangen, dass Werbung auch zukünftig unter Strafe steht. Und das ist mit diesem Gesetzentwurf tatsächlich gelungen. Und ein zweiter Punkt ist uns wichtig, nämlich, dass die Beratung im Mittelpunkt steht. Wir sollten im parlamentarischen Verfahren schauen, ob wir in der Pluralität der Beratung noch etwas erreichen können. Aber das ist das Entscheidende. Beratung muss das Erste sein, das Wichtigste, als Hilfestellung, als Unterstützung und keinesfalls als Bevormundung. Herzlichen Dank. Es ist ein Kompromiss zwischen CDU, CSU und SPD. Paragraph 219a des Strafgesetzbuches soll um einen weiteren Ausnahmetatbestand ergänzt werden. Ärztinnen und Ärzte, Krankenhäuser sollen demnach öffentlich und ohne Risiko einer Strafverfolgung darüber informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Stefan Thomé für die FDP. Heute ein Gesetz zur Verbesserung der Information über einen Schwangerschaftsabbruch vor. Reichlich prosaischer Name, wenn man mal überlegt, wie bislang die Koalition ihre Gesetze immer nennt. Starke Familiengesetz, gute Kita-Gesetz, jetzt kommt ein Rückführungsgesetz aus dem Ministerium. Da haben Sie sich noch nicht richtig was einfallen lassen. Ich schlage vor, nennen Sie doch Ihr Gesetz, Koalitionsfrieden-Rettungsgesetz. Denn nur darum geht es Ihnen, nur das ist der Zweck dieses Gesetzes und nicht wirklich eine Verbesserung der Information über Schwangerschaftsabbrüche. Wenn es Ihnen um eine Informationsverbesserung gehen würde, dann wäre doch der Maßstab, auf den es uns immer angekommen ist, ob eine sachliche Information über Schwangerschaftsabbrüche, die ein Arzt vornimmt, nicht mehr strafbar sein soll. So in der Art, wie die Gießener Ärztin Frau Händel es gemacht hat, war für uns immer die Messlatte. Übrigens auch, verehrte Kolleginnen und Kollegen der SPD, auch für Sie war das immer der Maßstab und die Messlatte. Und Ihr Gesetzentwurf, den Sie nun vorlegen, bleibt deutlich unter dieser Messlatte zurück. Der Arzt darf weiterhin nicht frei informieren, darf weiterhin nicht aus seiner beruflichen Erfahrung schöpfen und sagen, das ist doch die Information, das sind doch die Fragen der Frauen, der Mädchen, die zu mir kommen. Da beantworte ich aus meiner beruflichen Erfahrung heraus, was die typischen Fragen sind. Der Arzt weiß es doch. Und die Frauen und Mädchen können sich weiterhin nicht frei informieren bei den Ärzten, zu denen sie überlegen, hinzugehen. Das ist doch nicht eine echte Verbesserung der Information, gerade bei den Frauen. Woher kommt denn dieses riesige Misstrauen, das Sie den Ärzten entgegenbringen, frage ich mich. Stattdessen müssen Kammerversammlungen jetzt darüber befinden, wie sie informieren, welche Texte sie anbieten. Es muss eine Behörde, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, sich Gedanken darüber machen, wie sie aufklärt. Das zeigt doch die ganze Absurdität des Vorhabens. Sie wenden das schärfste Schwert des Rechtsstaates an, die Ultima Ratio, das letzte Mittel, um Rechtsgüter zu schützen. Das ist unser Strafrecht, um strafbares Unrecht zu ahnden. Es ist doch schon die Vorstellung, dass eine sachliche Information strafbares Unrecht sein könnte, Information über erlaubte Tätigkeiten, das ist doch absurd zu glauben, das muss strafbar sein. Und Sie treiben sogar noch auf die Spitze. Sie sagen, was bei den einen, nämlich bei der Ärztekammer und bei der Bundeszentrale, gesetzlicher Auftrag ist, das ist bei einem Arzt so schlimm, dass er sogar mit dem schärfsten Schwert des Staates rechnen muss, dem Strafrecht, der Ultima Ratio unseres Staates. Ihre Logik ist, dass schon dieselbe sachliche Information bei dem einen gesetzlicher Auftrag ist und bei dem anderen strafbares Unrecht. Das ist doch absurd. Sie benutzen das Strafrecht als Allzweckwaffe der Politik statt als Ultima Ratio, als letztes Mittel des Rechtsstaates. Und das ist nicht das, was hier sinnvoll sein kann. Welches gesetzlich geschützte Rechtsgut verletzt eigentlich der Arzt, wenn er sachliche Informationen veröffentlicht über eine erlaubte Tätigkeit, die man sowieso woanders finden kann, bei der Bundesärztekammer oder bei der Bundeszentrale? Was für ein Rechtsgut wird da denn eigentlich verletzt, dass Sie das Strafrecht
bemühen müssen. Was ist denn eigentlich die Rechtsgutverletzung, die Sie fürchten? Und wenn Sie diese Frage, damit komme ich auch zum Schluss, Herr Präsident, wenn Sie diese Frage nicht überzeugend beantworten können, dann ist Ihr Gesetzentwurf nicht nur absurd, das sind wir ja schon gewohnt, er ist vor allem verfassungswidrig. Und deswegen kündige ich Ihnen an, und das ist mein letzter Satz, dass wir in der parlamentarischen Beratung einen Änderungsantrag einbringen werden, wie man nach unserer Auffassung nach man es gesetzwidrig verfassungsmäßig machen kann. Wenn Sie Herr aber Kollege, Sie sollten jetzt wirklich zum Schluss kommen, verändern, dann können wir an, dass wir einen Normenkontrollantrag prüfen werden und laden Sie von den Linken, der SPD, den Grünen ein, uns sich diesem anzuschließen. Vielen Dank. Sagt Stefan Tomé, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP. Die Oppositionsfraktionen haben ebenfalls eigene Anträge, die aber heute hier nicht beraten werden zu diesem Thema oder zu 218. Jetzt jedenfalls Cornelia Möhring für die Linke. Kolleginnen und Kollegen, ich kann mich den Worten von dem Kollegen Tomé schon mal vollumfänglich anschließen. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen und auch noch mal in Erinnerung rufen, warum es überhaupt diese Debatte um den 219a gibt, weil ich schon den Eindruck habe, dass die für den Entwurf verantwortlichen SPD-Ministerinnen zumindest das Ausmaß des Problems und auch die Beschlusslage der eigenen Partei und Fraktion verdrängt haben. Der 219 ist ein Relikt aus der Nazizeit. Durch ihn werden Ärztinnen und Ärzte kriminalisiert und in ihrer freien Berufsausübung eingeschränkt. Sie dürfen nicht informieren, ob sie die Leistung anbieten, und auch nicht, wie sie Abbrüche durchführen. In der medizinischen Ausbildung kommt diese Leistung übrigens gar nicht mehr vor. Der 219a birgt als Frauenbild die verantwortungslose Schwangere, die keine Informationen verarbeiten kann, nicht alleine entscheidungsfähig ist und auf Werbung hereinfällt. Und in der Folge führen immer weniger Praxen noch Abbrüche durch. Mit Ihrem Kompromiss, der jetzt auch noch in einem Affenzahn durch den Bundestag gepeitscht werden soll, werden diese Folgen nicht umgekehrt, sondern vielleicht sogar verschärft. Frau Barley, Sie sagen, es wird Rechtssicherheit geschaffen. Tja, Ärztinnen dürfen dann schreiben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Aber es wird auch festgeschrieben, dass sie nicht über die Methoden und Abläufe informieren dürfen und nur auf Behördenseiten verlinken dürfen. Das kann man natürlich auch Rechtssicherheit nennen. Ne? Die Fachleute haben dann die Sicherheit, dass sie mich mit fachlicher Information weiterhin strafbar wären. Das finde ich ist ganz toll, ehrlich. Sie setzen im Ergebnis Informationen weiterhin mit Werbung gleich und meinen wohl, dass Frauen durch fachliche Infos zu sehr verwirrt werden. Und bei aller Wertschätzung, Ministerin Barley, ich kann wirklich nicht verstehen, dass Sie das als Erfolg verkaufen. Die jetzt vor Gericht stehenden Ärztinnen und Ärzte würden sich immer noch strafbar machen mit ihren Webseiten. Und Kollege Tomé hat darauf hingewiesen, das war eigentlich mal der Maßstab, den Sie uns hier versprochen haben, liebe Kollegin. Was macht ihr da bloß? Jetzt habt ihr nicht mal das Durchhaltevermögen, die entsprechende Empörung auszuhalten. Macht lieber Verrenkung und versucht die Debatte möglichst vor den Europawahlen zu beenden. Glaubwürdigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, geht anders. Ihr macht das vor allem in einer Zeit, in der Abtreibungsgegner militanter werden, sich weltweit mit rechten Kräften vernetzen, gegen jede Selbstbestimmung zu Felde ziehen. Das ist verantwortungslos. Wir müssen doch in einer Situation, wo mit Gehsteigbelästigung schwangere Frauen eingeschüchtert werden sollen, wo die Union hier ständig das Thema Lebensschutz damit in Verbindung bringt, das zeigt doch, was für ein Klima geschaffen wird. Da müssen fortschrittliche Kräfte doch gemeinsam gegenhalten. Aber die Änderung des 219a stärkt solchen Leuten den Rücken. Und mal ganz abgesehen davon, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, es gibt politische Fragen. Da gibt es ein richtig und ein falsch. Es gibt, da hilft überhaupt gar kein technokratisches Gerede. Denn innerhalb des Strafgesetzbuches kann es keine Lösung geben. Solange das Strafrecht als schärfstes juristisches Schwert Schwangerschaftsabbrüche regelt, gibt es kein Recht auf körperliche Selbstbestimmung, sondern allerhöchstens eine Erlaubnis. Frauen brauchen aber keine Erlaubnis. Sie brauchen das klare und das eindeutige Recht, dass nur sie alleine entscheiden können, ob sie eine Schwangerschaft fortführen oder ob sie sie beenden wollen. Und deswegen sagt meine Fraktion ganz klar, der 219a muss gestrichen werden. Keine miesen Kompromisse. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Möhring.
Die nächste Rednerin kommt von den Bündnisgrünen, Ulle Schaus. Sie ist die frauenpolitische Sprecherin der Grünen. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn ich ein Mathematikstudent in den N20ern wäre, eine Abneigung gegen Sexualaufklärung und nicht den Hauch einer Ahnung von Frauen hätte, wenn mein Hobby wäre, das Internet nach Ärztinnen zu durchforsten, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, um sie reihenweise anzuzeigen, dann, meine Damen und Herren, dann würde ich mich über dieses restriktive Gesetz der Bundesregierung freuen. Warum? Weil § 219a weiter im Strafgesetzbuch stehen bleibt, trotz der Gerichtsverfahren gegen Ärztinnen, trotz einer deutlichen Mehrheit in allen Umfragen für die Streichung. Und schon die kleinste Abweichung auf der Homepage von Ärztinnen vom erlaubten Begriff würde es möglich machen, Ärztinnen auch weiterhin anzuzeigen. Und darum stelle ich Ihnen von der Bundesregierung eine zentrale Frage. Wem dient dieses komplizierte Gesetz? Dient es den Ärztinnen? Gibt es ihnen Rechtssicherheit? Stärkt es ihre Berufsfreiheit? Können sie die Staatsaufgabe, Schwangere in jeder Lebenslage bestmöglich zu versorgen, ohne Einschränkungen erfüllen? Oder dient dieses Gesetz den Frauen in diesem Land? Nein, dieser Kompromiss dient weder den Frauen noch den Ärztinnen, meine Damen und Herren. Dieses Gesetz signalisiert den Abtreibungsgegnern: weitermachen, Stimmung machen gegen Frauen, gegen Ärztinnen, gegen Selbstbestimmung. Und das ist fatal. Zu Recht ist die Entrüstung und der Widerstand gegen dieses Gesetz groß, auch weil die Union die Auseinandersetzung um 219a zu einer Debatte um 218 macht. Und da sage ich noch einmal, das ist unredlich, das steht hier nicht auf der Tagesordnung. Und Sie gehen sogar so weit und übernehmen 1:1 Positionen der Abtreibungsgegner. Diese Studie für sage und schreibe 5 Millionen € ist ein unmissverständlicher Beleg dafür. Ich sage Ihnen ganz klar, wissen Sie, wo Sie da gerade hinsteuern? Stattdessen machen Sie Verrenkung diesen Paragraphen, und er ist aus 1933, weiter zu legitimieren, um ihn ja nicht streichen zu müssen. Akrobatie ist das, was Sie hier machen. Es wäre die einmalige Chance, und das sage ich klar in Richtung Union, die Lage für ungewollt schwangere Frauen umfassend zu verbessern und dieses unerträgliche Misstrauen schüren gegen sie zu beenden. Die Leistungen der Ärztinnen ohne Vorbehalt anzuerkennen und eine gute einvernehmliche Lösung ohne den Paragraph 219a zu finden. Aber Sie in der Union haben sich anders entschieden, genau diesen Kurs nicht zu fahren, weiter zu entmündigen und, ich finde, eine gefährliche Stimmung zu erzeugen. Gegen die klare Haltung etlicher Organisationen, auch aus den Kirchen, gegen die Mehrheit der Bevölkerung und diese Regierung, das tragen Sie von der Sozialdemokratie mit. Das tragen Sie, und diese Verantwortung tragen Sie. Ich sage Ihnen ganz klar, wir lassen Ihnen das nicht durchgehen, auch wenn Sie das hier nächste Woche abschließen wollen. Meine Damen und Herren, es ist ja nicht das erste Mal, dass hier herablassend über Frauen gesprochen wird. Hören Sie gerne mal zu. Über Frauen wird hier herablassend gesprochen, wenn es um ihre reproduktiven Rechte geht. Ich sage nur Smarties. Herr Spahn scheint also erneut besorgt, dass die Frauen nicht eigenverantwortlich entscheiden können. Er will für eine horrende Summe genau hingucken, wie schlecht es ihnen wirklich geht. Verstehen Sie mich nicht falsch, Studien sind wichtig, wenn es Erkenntnisdefizite gibt. Aber wenn es diese nicht gibt und wenn es dieses von Abtreibungsgegnern behauptete Prosteburschen-Syndrom erst recht nicht gibt, dann muss man sehr, sehr kritisch fragen, für was wollen Sie diese 5 Millionen wirklich bewilligen? Und wenn Sie sich um Frauen sorgen, dann nehmen Sie dieses Geld in die Hand für bessere Versorgung durch Hebammen und Geburtsstationen. Das würde Frauen helfen. Aber hören Sie auf zu suggerieren. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Hören Sie auf zu suggerieren, Frauen wüssten nicht, was sie tun. Sie von der Union und SPD verantworten mit, dass laufende Klagen nicht eingestellt werden. Ja. Dass betende Abtreibungsgegnerinnen vor Beratungsstellen und Arztpraxen weiter belagern, das ist ein unhaltbarer Zustand für alle. Frau Kollegin, Sie haben jetzt noch einen Satz. Unsere Oppositionsgesetzentwürfe zur Streichung liegen vor. Es liegt auch einer in der Schublade der SPD. Sie haben es jetzt in der Hand. Lassen Sie uns gemeinsam 219a streichen. Vielen Dank.
Ja, Olle Schaus von den Grünen war das, reiht sich ein hier in die Kritik der Opposition am vorliegenden Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen an dem gefundenen Kompromiss. Zu Ende zu kommen, zu Ende ist. Es macht keinen Sinn, dass die Redner dann immer noch 20, 30 Sekunden überziehen. Ich werde von § 35 Absatz 3 der Geschäftsordnung Gebrauch machen und nach einmaliger Mahnung das Wort entziehen. Als nächste Rednerin rufe ich auf die Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Franziska Giffey, auf. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, bei diesem Thema, man merkt es an der hitzigen Diskussion, könnten die Positionen nicht unterschiedlicher sein, auch in der Regierungskoalition, und das ist kein Geheimnis. Unsere Aufgabe, unsere schwierige Aufgabe war es, bei einer Positionierung zwischen den 219 nicht anrühren und der SPD-Position, ihn abzuschaffen, einen Kompromiss zu finden, einen Weg, bei dem beide Regierungspartner, alle drei Regierungspartner mitgehen können. Unser Ziel, das haben wir mit Katharina Barley immer vertreten in den Verhandlungen, war, einerseits das Informationsrecht der Frauen zu stärken und auf der anderen Seite Rechtssicherheit für die Ärztinnen und Ärzte zu schaffen. Das waren die beiden wesentlichen Punkte, mit denen wir auch in die Verhandlung gegangen sind. Und es ist ganz klar, jede Frau, die vor der Frage steht, ein Kind trotz schwieriger Umstände zur Welt zu bringen oder nicht, die Schwangerschaft abzubrechen, ist in einer Notsituation. Sie ist in einer außergewöhnlichen Lebenssituation. Und es ist ganz klar, dass weder eine Frau in dieser Lage noch eine Ärztin, ein Arzt sich diese Entscheidung leicht macht, in dieser Situation eine Entscheidung zu treffen. Wir haben dafür gestritten, dass die Informationen, so wie sie jetzt da sind, verbessert werden, dass der Zugang zu Informationen verbessert wird, dass endlich das, was auch lange gefordert worden ist, es eine verlässliche Liste gibt über Ärztinnen und Ärzte, die das machen, und dass auch darüber informiert wird öffentlich, welche Methoden sie anwenden. Wir haben erreicht, dass in Zukunft jeder Arzt, jede Ärztin in Deutschland darüber informieren darf, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornimmt, das war eine wesentliche Forderung, und das war bisher nicht so. Und deshalb ist es ein Fortschritt, dass wir geschafft haben, dass diese Sache möglich ist. Und wir haben vereinbart, dass mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der Bundesärztekammer, dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben diese Informationen auch verfügbar gemacht werden in den 1600 Beratungsstellen bundesweit. Frau Ministerin, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Ich würde gerne ausführen. Wir haben mit den Apotheken in Deutschland eine Zusammenarbeit darüber, dass über unser Hilfetelefon, was wir noch weiter ausbauen, das besteht jetzt schon rund um die Uhr in 18 Sprachen, wird informiert für alle Frauen, die in dieser Notsituation sind. Ich sage das hier nochmal auf die Nummer 030 40 40 020. 030 40 40 020. Dieses Hilfetelefon ist rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres verfügbar. Es informiert Frauen über die Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, über die Methoden, die sie vornehmen, über die Hilfsangebote, über die Beratungsstellen. Das war für uns ganz wichtig, dass wir dazu auch wirklich kommen, und das ist gelungen. Es ist aber ganz klar, dass wir auch wollen, dass es darüber hinausgeht. Und wir sehen, dass wir Versorgungslücken in Deutschland haben. Wir sehen, dass es klare Verbesserungen bei der Qualifizierung der Ärztinnen und Ärzte braucht. Und deshalb haben wir, das ist vereinbart mit dem Bundesgesundheitsminister, auch ausgemacht, dass entsprechend der Bundesgesundheitsminister ein Konzept dafür vorlegen muss, wie er diese Qualifizierung, die Fortentwicklung der Qualifizierung in Deutschland erreichen, wie er das verbessern will. Und das wird bis zum Ende des Jahres er auch tun. Wir wollen, dass Ärztinnen und Ärzte genau wissen, welche Informationen sie auf ihre Seite stellen können und auch zu welchen Informationen sie verlinken können. Und das haben wir vereinbart. Das ist vielleicht bei einigen von Ihnen nicht ausreichend. Aber es ist das, was möglich war, und es ist eine deutliche Verbesserung der Situation. Das kommt den Zielen zugute, die wir uns gesetzt haben, die Informationen für die Frauen zu verbessern und die Rechtssicherheit für die Ärztinnen und Ärzte auch. Vielen herzlichen Dank. Thank you.
Ja, das, was möglich war, sagte hier Franziska Giffey, das steht jetzt in diesem Gesetzentwurf, auf den sich die Große Koalition geeinigt hat, letzte Woche im Kabinett, jetzt heute in der ersten Lesung hier im Deutschen Bundestag. Und Ärzte. Also das kann man ja so oder so sehen. Sicher ist jedenfalls, dass sowohl Frau Hennel als auch alle anderen Ärztinnen, die bislang angezeigt worden sind, weiter strafrechtlich verurteilt werden müssen nach ihrem Gesetz. Ist Ihnen das eigentlich klar, auf, was das für eine Rechtssicherheit ist, die die haben? Keine Rechtssicherheit zu informieren, sondern die Rechtssicherheit, weiter strafrechtlich verurteilt zu werden. Hat Herr Keul, war das von den Grünen. Wollen Sie antworten? Bitte. Genau. Wir reden hier über ein Gesetz für die Zukunft und nicht für die Vergangenheit, für Verfahren, die schon laufen und die nach einer Situation auch laufen, die ja bisher war. Wir reden davon, dass Ärztinnen und Ärzte in Zukunft wissen, dass sie darüber, über die Tatsache informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Das ist ganz klar eine Sicherheit, die alle Ärztinnen und Ärzte in Deutschland haben werden. Und wir reden auch darüber, dass Ärztinnen und Ärzte in Zukunft wissen, welche Informationen sie auf ihre Seite stellen. Und dass sie natürlich im Beratungsgespräch diese Dinge auch darüber hinaus informieren können. Jeder Arzt, jede Ärztin hat die Freiheit und die Sicherheit, im Beratungsgespräch all das in seinen Worten auch zu sagen. Es geht hier einzig und allein um die Internetinformation. Und die Internetinformation wird künftig ganz klar über Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Bundesärztekammer und über das BAFZA zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, ein Link auf der Homepage des Arztes wird in die Lage versetzen, diese Informationen auch zu geben. Vielen Dank, Frau Ministerin. Frau Kollegin Keul, ich weiß, dass das Problem das nicht hier zwingen kann, aber es ist ein Gebot der Höflichkeit, die Antwort auch stehend abzuwarten. Als nächste Rednerin erhält das Wort die Kollegin Elisabeth Winkelmeier-Becker. Sie ist die rechts- und verbraucherschutzpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, seit gut einem Jahr führen wir in diesem Haus eine sehr kontroverse Debatte über die Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibung. Heute liegt erstmals ein Kompromiss als Grundlage vor, den die Minister der Koalition erarbeitet haben. Dafür erstmal herzlichen Dank, dass Sie das auf den Weg gebracht haben. Die Kurzbotschaft dieses Kompromisses lautet, das Werbeverbot 219a bleibt in der Substanz erhalten. Das war für uns essentiell. Aber wir greifen auch zwei Anliegen auf, die diejenigen, die Abschaffung haben wollten, in den Mittelpunkt gestellt haben. Und zwar einmal aus dem Blickwinkel der Frauen und dann eben auch aus dem Blickwinkel der Ärzte. Wir verstehen, dass Frauen bei einer ungewollten Schwangerschaft in einer schwierigen Situation sind und dass sie Informationen suchen und dann heutzutage typischerweise eben auch ins Netz schauen und dort Informationen suchen, wo sie gegebenenfalls auch eine Abtreibung durchführen lassen könnten, dass sie auch Informationen medizinischer Fragen und so weiter bei dieser Gelegenheit suchen. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, dass wir das auch valide wirklich sicherstellen, dass diese Informationen kommen. Wir haben die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Blick. Sie soll dafür sorgen, dass medizinische verlässliche Informationen zur Verfügung gestellt werden. Und ich bin mir sicher, dass dabei nicht der Fehler gemacht wird, einen Fötus mit Schwangerschaftsgewebe zu vergleichen. Und wir haben die Bundesärztekammer gebeten, sich darum zu kümmern, dass es immer die aktuelle Liste gibt. Da gab es bisher auch Defizite. Das muss man einräumen. Und solche Informationslücken werden jetzt in Zukunft verlässlich geschlossen. Für diese beiden Punkte wäre eigentlich keine Gesetzesänderung nötig gewesen. Das hätte man auch einfach im Wege der Vereinbarung oder im Wege der Anweisung machen können. Aber es schadet auch nicht. Meine These ist übrigens, dass diese Fragen, wo und wie eine Abtreibung möglicherweise erfolgen kann, in der Phase des Ob, wo es doch noch darum geht,
entscheide ich mich für das Kind oder entscheide ich mich für die Abtreibung, nicht die entscheidende Rolle spielen, sondern das kommt zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Entscheidung gefallen ist. Dann will ich natürlich auch alle Details wissen. Und da hat es nie eine Beschränkung gegeben, weder in der heutigen Rechtslage noch zu einem anderen Zeitpunkt. Der Arzt ist verpflichtet, dann, wenn es dann zur Abtreibung kommt, auch jede Information zu geben. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Die Linke? Ja. Mamo Bassat fragt für Die Linke. Danke, Frau Kollegin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie bringen ja heute Ihren Gesetzentwurf das erste Mal im Bundestag ein. Und schon am Montag werden wir ja im Rechtsausschuss die Expertenanhörung haben, also in einem irrsinnig schnellen Tempo. Mich würde interessieren, Sie haben ja heute auch viele Aspekte gehört, die verfassungsrechtliche Bedenken vorbringen zu diesem Gesetzentwurf. Und die werden wir wahrscheinlich auch in der Anhörung hören. Halten Sie das ganze Verfahren in dieser Form und in diesem Tempo für seriös? Wie sollen die Experten sich in dieser kurzen Zeit zu Ihrem Gesetzentwurf äußern? Und können Sie zusagen, dass zumindest, was die Experten am Montag sagen, dass Sie genug Zeit einräumen, dass diese möglicherweise verfassungsrechtlichen Bedenken auch noch in Ihren Gesetzentwurf einfließen? Oder dient diese Anhörung am Montag und das ganze Verfahren eigentlich nur als Farce und das Ganze hier schnell im Parlament durchzupeitschen? Danke für die Frage. Ich habe eingangs gesagt, dass wir diese Debatte seit Anfang dieser Legislaturperiode führen. Das ganze Pro und Contra ist nun wirklich in allen Varianten zigmal hin und her erwägt worden und erwogen worden, und alle Argumente sind ausgetauscht. Die Eckpunkte zu unserem Gesetzentwurf, bleiben Sie bitte stehen. Die Eckpunkte zu unserem Gesetzentwurf liegen seit Ende des letzten Jahres vor und sind jetzt nur noch mal konkretisiert worden. Also von daher sehe ich überhaupt keine Einschränkung in der umfassenden Diskussion. Alles liegt auf dem Tisch und alles ist bekannt. Und ich glaube, die Positionen sind auch halbwegs klar und gesichert. Ob etwas verfassungsmäßig hier abläuft, ja oder nein, das richtet sich nach der Verfassung und nach der Geschäftsordnung. Da sehe ich überhaupt kein Problem. So ist das. Ich wollte zurückkommen auf die Situation, in der noch über das Ob entschieden ist. Und da ist aus unserer Sicht weiterhin ganz klar entscheidend, dass die Beratung der richtige Ort ist, um auch die anderen Fragen doch zu entscheiden. Was sagt denn der Partner dazu? Welche Hilfen habe ich, wenn ich mich für das Leben mit dem Kind entscheide? Und auch die Grundrechte des Kindes, sein Lebensrecht, auch das wird in der Beratung erörtert. Deshalb ist dort der wichtigste Platz. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, am Ende der Beratung ist die Frau frei in ihrer Entscheidung. Sie braucht niemandem etwas zu erklären, sie braucht nichts zu rechtfertigen. Und deshalb alle die, die hier die Freiheit der Frau weiter reklamieren, haben bitte zur Kenntnis zu nehmen, dass hier die Frau diese Entscheidung frei treffen kann. Und das ist der Ausdruck des höchsten Respektes gegenüber der Frau, dass sie diese Entscheidung alleine trifft und auch alleine verantwortet. Deshalb fände ich es im Übrigen auch gut, wenn wir eine Liste der Beratungsstellen zusätzlich auch noch ins Netz stellen würden. Mit dem Kompromiss legen wir auch den Streit darüber bei, ob Ärzte auf ihrer Homepage über die Tatsache, dass sie Abtreibungen durchführen, informieren wollen. Und Sie sprachen gerade von den unausgelasteten Mathematikstudenten. Für die habe ich auch keine Sympathie. Sie kommen mir ein bisschen vor wie die Deutsche Umwelthilfe der Abtreibungsärzte. Und das ist auch nicht unbedingt eine Sympathie. Frau Kollegin, kommen Sie zum Schluss. Was uns hier vereint, ist der Wille, den Kompromiss, den gesellschaftlichen und politischen Kompromiss, den wir in diesem Land haben, schließen können, weiterzutragen, ihm ein Update zu geben. Ich glaube, in diesem Sinne werden wir die Beratungen führen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Letzter Redner jetzt zu diesem Tagesordnungspunkt wird sein der Abgeordnete Alexander Hoffmann für die CDU-CSU-Fraktion. Und es gibt noch den Hinweis von Bundestagsvizepräsident Kubicki, doch bitte den Rednern auch hier aufmerksam zuzuhören. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Paragraphen 218 bis 219b StGB stellen ein fein austariertes Konstrukt dar. Und dieses Konstrukt hat zwei Schutzrichtungen. Das ist zum einen die Richtung Schutz des ungeborenen Lebens. Und die zweite Schutzrichtung ist die Idee, Frauen in einer ganz, ganz schwierigen Lebenssituation
Hilfestellung zu geben. Und in dem Moment, wo Sie aus diesem Konstrukt auch nur einen Teil rauslösen, ist dieser Schutz eben nicht mehr lückenlos gewährleistet. Und gerade das Werbeverbot in 219a stellt dort einen ganz wichtigen Baustein dar. Denn ich glaube, die Zielrichtung, die dort verfolgt wird, ist eine, die losgelöst von der inhaltlichen Diskussion und den Emotionen heute, eine Zielrichtung ist, die hier alle Fraktionen unterschreiben können. Die Idee dahinter ist nämlich, eine Frau in dieser schwierigen Situation soll maximale, umfassende Hilfestellung bekommen, um diesen Konflikt aufzulösen. Und der Gesetzgeber geht davon aus, dass es diese umfassende Hilfe eben dann nicht gibt, wenn die Frau sich leiten lässt unter Umständen, auch wenn sie sich die Entscheidung nicht einfach macht, wenn die Frau sich leiten lässt unter Umständen von relativierenden, oberflächlichen Momenten, wie zum Beispiel die Abtreibung geht bei mir anonym. Sie können bar bezahlen. Relativierende Sätze wie Ihr Bauch gehört doch Ihnen oder Sätze, wie sie Frau Dr. Hähnel auch sagt, Herr Präsident, ich zitiere, jedes faschistische System zielt auf die reproduktiven Rechte von Frauen. Sondern der Gesetzgeber will, dass die Frau die Gelegenheit hat, in diesem Konfliktprozess den Konflikt aufzuarbeiten, dass sie Zeit hat, für sich die Frage zu beantworten, warum will ich dieses Kind nicht? Und liebe Kolleginnen und Kollegen, da wissen wir doch alle, und ich verstehe auch das Amüsement gerade nicht, da wissen wir doch alle, dass die Probleme, die dahinter stehen, weitreichender und tiefgreifender sind. Da geht es nämlich darum, dass die Frau das Kind nicht will, weil es Rahmenbedingungen gibt, die von Gewalt geprägt sind. Die Frau will das Kind nicht, weil der Mann Alkoholiker ist. Die Frau will das Kind nicht, weil unter Umständen der Mann so viel Druck auf sie ausübt. Und dann wissen wir doch alle, wie wir hier sitzen, dass das eigentliche Problem doch nicht gelöst ist mit der Abtreibung, sondern dieses Problem besteht weiter. Und deswegen, wir reden von Gleichberechtigung und jetzt sollen meine Argumente weniger wert sein, weil ich ein Mann bin. Und dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, dafür ist das Werbeverbot wichtig. Das Ziel muss sein, dass die Entscheidung, ich treibe ab, dass die im Konfliktberatungsgespräch oder danach getroffen wird und eben nicht schon vorher anhand bestimmter Parameter, die relativieren, weil es günstig ist, weil es unkompliziert ist, weil es vielleicht kein großes Ding ist. Und man geht dann nur ins Konfliktberatungsgespräch, um sich einfach nur den Schein abzuholen. Und deswegen sind wir sehr froh von der Unionsfraktion, dass das Werbeverbot in diesem Kompromiss bestehen bleibt. Es ist feiner geschliffen und mit Sicherheit etwas praxistauglicher gemacht. Aber wenn wir das beherzigen, dann glaube ich, vor allem unter unserem gemeinsamen Ziel, Frauen in dieser schwierigen Situation Hilfestellung zu geben, dass die Debatte der weiteren Beratungen weitaus weniger emotional sein dürfte als heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, es ist ein Thema, das sich hier niemand einfach macht und auch ein Thema, wie viele Redner hier betonten, das Emotionen freisetzt. Für die Große Koalition ist es oder war es eine Belastungsprobe in den letzten Monaten, der umstrittene Paragraph 219a zum sogenannten Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Die SPD wollte diesen Strafrechtsparagraphen 219a am liebsten abschaffen, genauso übrigens wie Grüne, Linke und FDP. Die Union wollte das nicht. Der Kompromiss sieht eine Ergänzung des Paragraphen vor. In der Debatte wurde das ja ausführlich beschrieben. So richtig zufrieden scheinen viele nicht. Das Ganze geht jetzt in die parlamentarischen Beratungen und kommt vielleicht dann doch noch mit der ein oder anderen Änderung hier in den Bundestag zurück, um dann beschlossen zu werden.